Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim mit eurem Bassinator LP und wir wollen jetzt nach Subbelbubbel Dings hier. Wollen wir hier hin? Echt so weit? Will ich da jetzt echt so weit? Oder will ich erstmal Rorikstadt? Wäre auch mal interessant, aber irgendwie ja. Ja, wir können ja dem Weg hier folgen. Machen wir einfach mal. Wir machen das einfach mal. Es wird eine Weile dauern, aber das gehört halt zum Spiel dazu. Wenn wir das dann, wenn wir dann einmal da waren, können wir da ja wenigstens schnell reisen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nein, passe ich nicht. Ich bin falsch gelaufen. Ja, von hier komme ich nicht raus, oder? Doch, hier. Obst und Gemüse zu verkaufen. Ja, ist schön für deine Mutter. Hallo. Was soll ich da in Sulzheim machen? Eine Person angegriffen. Die behaupten... für einen gewissen... Ach ja... und mich töten wollen und sollte in Windhelm nach dem Schiff suchen, mit dem sie aus Sulzheim angereist sind. Okay. Das machen wir mal. Wir sind auch bald auf der nächsten Stufe. Und dann mal sehen hier, ne? Wie das hier noch weitergeht. Das ist halt immer die Frage. Magika, Ausdauer, Leben. Ja. Wenn wir nämlich mit Magie spielen wollen, brauchen wir halt auch Magika. Da wir aber auch mit Kampf spielen wollen, brauchen wir Ausdauer. Und Leben brauchen wir immer. Das heißt, wir müssen einen Helden machen, der alles kann. Das wird schwer. Zumindest wenn ich das wirklich so komplett weiterspielen will. Ich denke aber mal, ich werde hauptsächlich erstmal auf Ausdauer und Leben gehen. Weil Magika wird nur so ein Nebenbestandteil. Der halt vielleicht eventuell irgendwann ganz abgelöst wird. Von Einhandwaffen oder zwei Handwaffe. Oder zwei Einhandwaffen vielleicht sogar. Das wird die Zukunft zeigen. Aber jetzt müssen wir halt erstmal hier. Dann können wir da weiter durchs Wasser. Hier rum. Ja. Kommt halt auch ein bisschen was, was wir entdecken können, würde ich sagen. Wir werden einiges entdecken. Man darf gespannt sein. Guten Tag, die Herren. Hallo. Du musst die Augen offen halten. Ja, ich auch. Verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Windhelm Riften. Und die Tudel. Muss ich jetzt da lang, oder was? Nach Windhelm. Richtung Windhelm eigentlich. Aber eigentlich hier weiter. Dann da ist vermutlich eine Brücke. Hier. Kriegen wir schon hin. Richtung Windhelm. So, wir sind aus der Stadt raus, also zücken. Oh. Müssen wir halt erstmal aufladen lassen immer. Hehe. Kostet zwar ein bisschen Magika, aber haut gut rein. Muss ich schon mal sagen. Hehe, sowas mag ich. Laufe ich jetzt hier noch richtig? Ja, theoretisch schon. Ne, da unten gibt es ja keine Straße, oder? Nö, da ist bloß der Fluss. Da ist ein Pferd. Wem gehört es? Ah. Der ist tot. So, was dann mit unserer Schnecke? Kann die mit drauf? Nö.
cool. Hey, geh weg. Blöder Hund. Ich denke mal, Lydia wird irgendwann schon bei uns spawnen oder so. Aber hier sind ja überall Wölfe. Ich würde gerne auch mal auf die Map gucken. Ganz entspannt. Hey, springen kannst du auch? Ja, nice. Schon cool mit so einem Pferd, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man viel schneller vorankommt, aber... Ja, aber unsere gute Schnecke kommt halt nicht hinterher, ne? So, wir müssen erstmal hier weiter. Gehen wir rüber, dann gehen wir darüber. Gut. Guten Tag. Naja, wir reiten mal schnell weiter. Man weiß ja nie, ne? Dass wir noch angegriffen werden oder so. Wuppi wuppi. Eine Minimap wäre nicht schlecht irgendwie. Gibt's sowas nicht? Irgendwie so. So, ja, hier müssen wir noch weiter. Kein Problem bisher. Mal sehen, wann wir auf Stufe 6 aufsteigen. Sieht noch cool aus irgendwie, ne? So, mit unserer Rüstung. Bin ich hier noch richtig unterwegs? Ja, genau richtig. Da muss ich hier die Abzweigung nach links nehmen. Aber da steht ja auch nochmal sicher. Ja, Windhelm. Was mit Lydia ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob die nochmal spawnt, vermutlich. Ich glaube, das war so, dass die dann nochmal spawnen. Was ist denn das hier eigentlich? Ist gar nicht auf der Map. Interessant. Will ich gleich mal gucken. Irgendeine Ruine. Ihr hättet nie. Ja. Was will die denn? Boah, auf dem Pferd ist voll scheiße. Wie komme ich denn da wieder runter? Ah, okay. Ich werde euch brennen sehen. So. Seelenstein. Blöde Kuh. Gut, aber was das jetzt sollte? Weiß nur auch keiner, oder? Warum hat die uns angegriffen? Einfach mal so. Egal. Da kümmern wir uns später mal drum. Was das sein soll. Aber auf dem Pferd kämpfen ist schwer. Richtig schwer. Wir müssen hier... Ja, genau, hier sind wir richtig. Sehr schön. Und Lydia hat natürlich den Weg zu uns gefunden. So eine gute Lydia. Bin doch der Herrschaften. Ich bin natürlich ein mächtiger Krieger hier.
Und ich bin beliebt. Mischwassermühle entdeckt. Ja, die gibt's ja auf der Karte jetzt. Die war vorher noch nicht da. Müsste ja eigentlich auch Erfahrung gebracht haben gerade. Boah, noch so weit. Ach, da gibt's wieder Hunde. Naja. Geht's halt weg. Da ist schon wieder was. Und schon wieder ganz viele Hunde. Was soll ich nur mit diesen Hunden machen? Was soll ich mit diesen Katzen machen? Mann, Mann, Mann. Boah, schon gleich 8 Uhr morgens, ja. Schon 28 Stunden wach. Oh Mann. Komm, eine Folge danach nehme ich noch mindestens auf. Du willst Beef? Habe ich doch gerade gesehen. Junge. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Einschüchtern? Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Nicht? Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Was für ein Feigling. Oh, Alter. Hat sich nicht einmal ordentlich gewehrt. Das war schon alles? Wirklich? Oh. Ja, du kannst kämpfen, aber du kannst auch sterben, mein Freund. So, dankeschön. Pferd. Alter, wo ist mein Pferd hin? Wo ist mein Pferd hin? Mein Pferd ist weggerannt. Na toll. So ein Arschloch. Der ist schuld. So ein Penner. Boah, wie doof. Und warum das mit dem Spiel hier nicht so klappt, dass er das macht, was er soll. Also die Sachen sagt, die er sagen soll. Verstehe ich nicht. So, jetzt gehen wir hier rüber und dann haben wir da schon... Gut. So, dann haben wir hier wieder einen Ort, zu dem wir dann vermutlich schnell reisen können. Hier haben wir die Stelle... Ich will erstmal ganz in Windhelm rein eigentlich. Wo komme ich denn da hin? Da ist der gute Lydia. Müssen hier hoch, nehme ich an. Jawohl. Na, mal gucken, was uns hier drin erwartet. Guten Tag. Guten Tag. Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle... Boah, das sieht ja voll kompliziert aus alles. Aber ich will da erstmal rein. Wir sollen mit Abendl Pendel sprechen da. Irgendwas mit irgendjemandem. Habe ich jetzt nicht schnell genug lesen können. Warum sollen wir mit dem reden? Windhelm entdeckt. So, warte. So, da muss ich noch... Besitz. Hier. Unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch den Sturm. Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht uns... Wo ist denn der, mit dem ich sprechen soll? Kampf ist. Ist bestimmt der Jarl, oder? Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht, weil sie kaiserliche Spione sind. Vielleicht ist deine Mama ein kaiserlicher Spion. Na, mal gucken. Wer diese Person sein soll, mit der ich hier reden soll. Aber ich würde halt gerne mal zum Boss hier. Palast der Könige entdeckt. Mal reingehen. Mal fragen, was abgeht. Hier in der City. Wahlgruf gibt uns keine klare Antwort. Nicht?
Er ist ein echter Nord. Er wird Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kurier aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Mit wem redet er? Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Weit weg. Das weiß er. Sie alle, nur Dummköpfe oder Helden, nähern sich einem Jarl ungefragt. Alter, Fresse. Ja. Ich war ein Helden. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. So wie du. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ich wurde freigelassen, hätte ich überall hingehen können. Aber ich bin... Wir haben das... Ja, wir nehmen das hier. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutliche... Helgen, ja? Ja. Ulfric hat uns deine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Mhm. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Rassist. Himmelsrand ist meine Heimat. Mag sein, aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich hier. Möchte mich euch anschließen? Ja. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Okay. Mach alles, was ihr von mir verlangt. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Gut. Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Hm? Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Hm? Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Okay, Eisgeist. Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Das nervt. Das werden wir ja noch sehen. Hier, nehmt das. Ihr werdet es noch brauchen. Benutzt es auf der Insel. Und verliert es nicht. Mehr Hilfe kriegt ihr nicht. Okay. Versucht nicht zu sterben. Kein Problem. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt. Was habe ich jetzt bekommen? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen. Ah, ist kein Spann. Aber sowas machen wir ja später. Wir wollen nach Solingen reisen. Solingen, sonst Suppeldubbel. Dingensbummens wollen wir reisen. Und das werden wir auch. Entschuldigung. So. Könnt ihr eine Münze für... Nein. Oh, du siehst ja gut aus, mein Freund. Wir sind immer noch Stufe 5. So, wo komme ich denn hier, nach? Wird nicht rumgetrödelt. Da unten, ne? Komme ich da hin? So jedenfalls nicht. Muss ja erstmal runterkommen. Na. Da muss ich erstmal runterkommen. Hier geht's nur hoch. Boah, diese Ausdauer, ey. Das ist doch Wahnsinn. Hält hier keine 5 Sekunden durch.
Okay, ja, okay, von da drüben wäre vielleicht leichter gewesen. Au! Was ist los, ey? Das war doch kein fetter Sprung. Weiß gar nicht, ob ich von hier überhaupt dann da drüben wieder hochkomme. Ja, das werde ich gleich wissen. Hallo. Ach, wenn natürlich die Nord, nicht. Die Argonier und die Dunkelelfen in Windhelm doch besser Hallo? Miteinander auskommen würden. Warum springt er denn nicht? Hallo. Lauch. Die Argonier verrichten die Arbeit, für die sich die Nord zu schade sind. Oh, ich komme hier nicht raus. Na toll. Das ist ja super. Sich voll gelohnt. Ach da. Wupp. So. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, ja, genau. Dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Okay, ob wir den umstimmen können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.